je. Was ist mit dir? Hey, hallo Mia. Was ist mit Scrubbit los? Wir wissen es nicht. Seit gestern benimmt er sich so. Was Einhörner anbelangt, sind Elfen richtig gut. Aber mit kleinen, haarigen Nagern kennen wir uns nicht so aus. Hallo, Scrubbit. Er wollte dir nicht wehtun. Er liebt eben alles, was glänzt. Wenn er was Glänzendes sieht und es nicht kriegen kann, ist er genauso sauer wie Mo, wenn der seine Partridge-Beeren nicht bekommt. Hä? Ja, Mo. Ich weiß, dass du dich nachts in die Palastküche schleichst. Dachtest du etwa, das merkt keiner? Aber zu ihm. Der arme Kerl sieht überhaupt nicht glücklich aus. Vielleicht braucht er nur eine Aufgabe. Wir könnten ihn rauslassen und ein bisschen mit ihm spielen. Gute Idee. Tja, das müsst ihr leider ohne mich machen. Mein Dad hat mich in den Thronsaal gerufen. Ein sehr, sehr wichtiges Strategietreffen. Naja, langweiliges Prinzenzeug. Sollen wir dich da loseisen? Nein, 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 nicht nötig. Ich meine, es ist langweilig. Ja, aber ich muss dahin. Ich kann ihn nicht enttäuschen, wisst ihr? Sieht ja fast so aus, als würde er Gefallen an diesem Prinzenzeug finden. Okay. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob wir ihn glücklich machen können. Ja, wahrscheinlich hat er ihn bis rüber in meine Welt getreten. Keine Sorge, wir sind gleich wieder da. Vielleicht sollten wir diesen Rixel nicht direkt bekämpfen, verstehst du? Aber wieso nicht? Der direkte Konflikt ist immer der letzte Ausweg, mein Sohn. Wenn es Auge um Auge zugeht, dann dauert es ganz bestimmt nicht lange, bis alle blind sind. Also ziehen wir uns zurück? Etwas Abstand herzustellen zwischen uns und Rixel ist eine gute Strategie. Aber zurückziehen ist nicht die einzige Möglichkeit. Möglicherweise könnten wir ja einen Weg finden, um Rixels Insel von Zentopia wegzubewegen. Du denkst von Tag zu Tag mehr wie ein König, mein Sohn. Also, wie ist ein solcher Plan durchführbar? Hä? Warte, halt!